Das ist die Lifehacks Show. Welcome zur Lifehacks Show. Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist dein Crash-Test-Dummy für ein besseres Leben. Markus Meurer. Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge der Lifehacks Show. Heute mit Miri, mit der hier schon seit mehreren Tagen, wenn ich glaube 2 Wochen oder so zusammen in Jericho Quara wohne, in einem Apartment. Wir haben quasi eine Dreier-WG mit Philly zusammen. Aber was noch viel spannender ist, dass Miri neben ihrem Kitesurf-Blog auch Designerin ist und ich habe das jetzt mehr oder weniger live mitbekommen, wie sie dann von der ersten Logo-Idee bis zum fertigen Logo mehrere Tage hier saß und das Logo quasi auf die Strecke gebracht hat. Und ich glaube, das ist mega spannend für alle, die auch davor stehen, sich ein Logo anschaffen zu wollen und sich immer fragen, womit fange ich an oder wie funktioniert das? Von daher, Miri, cool, dass du am Start bist. Hi, ich freue mich auch. Und erzähl mal, wie genau lief jetzt am Beispiel vielleicht von dem Auftrag, den ich jetzt so mitgekriegt habe, diese Logo-Kreation ab? Also die Kundin in dem Fall ist auf mich zugekommen. Das Lustige war, wir kannten uns eigentlich eher so flüchtig, eigentlich nur auch über Facebook, weil sie auch Kitesurferin ist. Und ich wusste auch schon seit längerem, dass sie ihre eigene Bikini-Marke entwirft. Und ihr Designer ist kurzfristig abgesprungen und hat sie mich einfach spontan gefragt, ob ich nicht Lust hätte, das Logo zu machen. Und das war dann auch so. Und das Coole war ja natürlich, dass sie Kitesurferin ist, ich auch Kitesurferin bin. Das heißt, man weiß sofort irgendwie, worum es geht. Und ich konnte mich total auch mit der Marke von ihr identifizieren. Bei ihr stand auch schon der Markenname fest. Und sie hatte sozusagen 3 bestimmte Werte. Also das waren Passion, Risk and Love, um die es wirklich ging bei dieser Marke, also dieses Dreigestell. Deswegen wollte sie ein Dreieck auch drinnen haben, was es für mich extrem einfach gemacht hat, natürlich dann auch in der Gestaltung, weil man es ein bisschen einschränkt und trotzdem noch einen großen Kreativraum hat. Und da sie als Kitesurferin hinter dieser Marke steht, dachte ich mir, irgendwie sowas Persönliches wäre total schön und bin deswegen von Anfang an eigentlich auf dieses handgezeichnete davon ausgegangen und habe dann eigentlich erstmal rumprobiert mit allen möglichen Stiften und Mitteln, das per Hand zu schreiben und mit diesem Dreieck zu kombinieren. Okay, das heißt, das Ganze steht und fällt auch oft mit dem Briefing. Was ist dir denn als Designer lieber, wenn das Briefing möglichst sehr, sehr genau ist und du wahrscheinlich eingeschränkter bist oder wenn jemand sagt, ey, mach mal, ich brauche jetzt ein Logo für, keine Ahnung, den X-Space-Weltraum? Das kann man nicht so verallgemeinern. Also was immer gut ist, wenn man so ein bisschen Gefühl für den Kunden kriegt. Also jetzt bei der DNX wüsste ich, da ich euch erkenne, weiß ich auch, was sind eure Werte, so was ist euch wichtig, wer ist eure Zielgruppe so ein bisschen. Meistens kriegt man so ein Briefing, mit dem man nicht viel anfangen kann, weil es so generell ist und so, da kann ich nicht viel damit anfangen. Aber es ist immer ganz gut, wenn man so ein paar Eckpunkte hat. Also bei ihr zum Beispiel diese Werte oder auch bei anderen Kunden ist es manchmal nicht schlecht, wenn ich die Konkurrenz sehe. Oder wenn sie eine bestimmte Sache haben, wo sie sagen, hey, das will ich in meinem Logo drin haben oder auf dem und dem, wenn es ein bestimmtes Produkt ist, in die Form muss es reinpassen. Also so ein paar Eckpfeiler sind schon nicht schlecht. Mhm. Aber klar, es ist schön, wenn man noch genug Freiräume hat, um dann selber was zu gestalten. Okay, helfen da auch Vorlagen von anderen Logos, dass man sagt, das finde ich cool oder würdest du eher von abraten, dass man da nicht Verwechslungsgefahr oder irgend sowas läuft? Doch, das ist eigentlich immer ganz gut, weil der Kunde erklärt ja dann meistens auch, was an diesem Logo ihm gefällt. Mhm. Zum Beispiel, dass es ein Badge ist, also dass es sowas Kompaktes ist oder irgendwie, weil es eine Handschrift ist oder dass ihm ein bestimmtes Element gefällt. Das ist dann ganz gut für mich, weil ich leite das davon ab und am Ende sieht man meistens nicht mal mehr, dass es von da ausging. Mhm. Aber klar, für mich ist es super, wenn ich zum Beispiel Logos habe, die dem Kunden gefallen oder auch so Bildwelten, also Fotos, die er gut findet oder so Stimmungen. Mhm. Ja, das hilft natürlich immer sehr weiter. Okay, cool. Ich glaube, das sind schon mal echt krass gute Tipps. Was würdest du denn jemandem empfehlen, der jetzt bei Null steht, eine coole Idee hat, vielleicht auch schon einen Namen hat und dann nicht weiter weiß, soll er da ein Bildlogo draus machen oder nur ein Bild oder ein Textlogo? Was funktioniert besser? Kann man das generalisieren oder kommt es wie so oft mal wieder drauf an? Ja, es kommt immer drauf an. Schwierig zu sagen. Also für einen Designer ist es natürlich auch ein ganz anderer Aufwand, wenn du ihm sagst, hey, ich will eigentlich nur einen Schriftzug haben. Ja. Und mach mir was Cooles aus einem Schriftzug. Wenn er sagt, ich will einen Schriftzug und eine Bildmarke oder will hauptsächlich die Bildmarke verwenden und der Schriftzug soll nur manchmal drunter kommen. Also ja, ich würde jetzt sagen,
wenn man selber das Logo haben will, muss man das vielleicht auch gar nicht festsetzen, außer man hat irgendwie eine ganz bestimmte Vorstellung, dass man zum Beispiel einen Schriftzug haben will, weil man ein Energieunternehmen ist und jetzt will, dass es irgendwie wie so eine Leuchtschrift aussieht oder sowas. Also ja, also generell würde ich eigentlich da gar nicht so jetzt den Designer drauf briefen und schon da den Freiraum lassen. Und du hast eben an dem Beispiel von der Bikini-Marke erwähnt, dass der Auftraggeber, die Auftraggeberin in dem Fall bestimmte Werte transportiert haben wollte. Wie kriegst du die dann ins Logo rein? Also in ihrem Fall war es ja auch ganz gut, weil sie das mit dem Dreieck schon angesprochen hat. Es ist ja, das ist so ein konzeptioneller Prozess. Ich überlege dann, okay, sie hat drei Werte, was für Formen würden die widerspiegeln? Oder was für abstrakte Zeichen oder ja, wie kann man das in der Zeichensprache umsetzen? Und wenn sie mir jetzt nicht Dreieck gesagt hätte, wären bei mir bestimmt auch noch andere Assoziationen hervorgekommen. Also man versucht dann immer, diese Werte irgendwie auf unterschiedliche Weisen bildlich umzusetzen und daraus dann dieses Konzept fürs Logo zu stricken. Mhm. Ich habe dann bei uns hier in der WG den Pinsel gesehen, also du saßt wirklich oben auf dem Rooftop und hast dann per Hand das Logo geschrieben. Das fertige Logo ist ja jetzt auch richtig geil geworden, das verlinke ich nochmal in den Shownotes, dann wissen auch die Leute, worüber wir reden. Wie genau funktioniert das, wenn du dann auf dem Blatt Papier mit dem Pinsel malst und wie geht's dann weiter, weil das Logo soll ja irgendwann digital sein? Ja, also bei ihrem Fall habe ich schon ein bisschen so rumprobiert mit Pinsel und dickeren und dünneren Stiften. Und da jetzt hier meine Mittel beschränkt sind, habe ich es einfach abfotografiert in hoher Qualität mit dem iPhone und cool. Normalerweise würde ich es einfach einscannen und Hier habe ich es dann aber, ich habe ja alle Programme, du kannst dann im Photoshop total viel zurechtziehen, habe mir das dann so bearbeitet, dass ich einen schönen Schwarz-Weiß-Kontrast hatte und habe das dann in Illustrator reingeladen und vektorisiert, weil wenn ich eine vektorisierte Datei habe, kann ich die einfärben und kann total viel damit machen und im Endeffekt brauchst du halt nicht nur ein Bild, sondern eine vektorisierte Datei, mit der dann der Kunde auch arbeiten kann. Mhm. Ja, sau spannend. Und wie viel Korrekturschleifen braucht man dann in der Regel, bis das fertige Logo dann ready ist, oder was sagt man so als Designer von deiner Seite, wann fängt es an zu nerven und wie viel ist noch okay? Das ist auch schwierig. Also im Angebot schreibe ich meistens 2 Korrekturschleifen mit rein, wobei, ja, also wenn man ein gutes Briefing kriegt und mit dem Kunden auf einer Wellenlänge ist, reicht es meistens auch. Also dann sind, wenn es eine ganz kleine Änderung ist, hey, ich will hier irgendwie die Linie noch dünner haben oder so, dann zählt es auch nicht als Korrekturschleife. Was anstrengend ist, ich hatte einmal ein Logo auch für so ein Solarunternehmen und da, also es war noch, als ich in der Agentur gearbeitet habe, da lagen wir 2-mal wirklich völlig daneben und haben aber beide Male 1,5 Wochen auf dieses Logo mit 2 Designern hingearbeitet. Und es war einfach, weil man überhaupt nicht, obwohl wir den Kunden kannten aus anderen Projekten, war es so schwierig, da was zu finden. Also das nervt dann, wenn man wirklich jedes Mal wieder von Null anfängt. Aber sonst macht es ja auch Spaß, dann mit dem Kunden noch dran zu arbeiten, wenn man so merkt, oh ja, der Kunde, dem gefällt es jetzt und der ist voll dahinter und hat auch irgendwie so einen Umkreis gefragt und das kommt gut an. Also das macht dann eigentlich schon Spaß, da, weil man das Gefühl hat, man arbeitet auch zusammen an etwas und nicht nur so Eigenbrötler und knallt es am Ende dem Kunden hin. Und was ist das für ein Gefühl, wenn du das Logo dann das erste Mal irgendwo live auf einer Website siehst oder gedruckt vielleicht auf einem Flyer oder auf einer Visitenkarte? Ja, mega cool. Also irgendwie kann man es dann selber immer noch nicht so fassen, dass es jetzt fertig ist. Am schönsten ist dann immer noch so das Feedback halt von Kunden oder von anderen Leuten. Ja, aber es ist ein schönes Gefühl auf jeden Fall, dann das fertige Produkt zu sehen. Cool. Und letzte Frage, was sind so Trends, wenn es die überhaupt gibt, in der kreativen Welt, gerade im Logo-Design? Gibt es da irgendwas aus dem Silicon Valley, aus den Staaten, woran sich dann wieder andere orientieren? Ja, es gibt mehrere Trends. Also eine Zeit lang waren diese Badges total in, also dass in einem Kreis irgendwie was drin ist oder ist schwierig zu sagen, gerade ist so dieses Hipster-Design, irgendwie alles lustigerweise auch mit Dreiecken und so und ja, manchmal, das schwankt total stark, also zum Teil auch extremer Minimalismus und ja, die Amis tendieren eigentlich eher gern dazu, möglichst viel und knallig, also ich glaube, ein europäischer Designer wird ganz anders gestalten als, also für den europäischen Markt als für den amerikanischen, das ist schon noch, die Amis wollen es noch immer so prägnanter und so richtig auf die Kacke hauen und so in your face. Ja, genau. Und die Europäer sind meistens noch so ein bisschen zurückhaltender und einfach wollen was schön Gestaltetes und so ein bisschen feiner haben. Sauber. Tausend Dank für den Input und für die Insights zum Logo-Design, Miri. Cool, ich glaube, das interessiert auch viele Leute. Und eine kleine Anekdote von mir nochmal zum Schluss zum DNX-Logo. Das ist nämlich ziemlich einfach und simpel entstanden, aber ich glaube, man hat nicht immer so viel Glück. Wir haben nämlich, um die erste Konferenz zu bauen, ein Theme gekauft bei Themeforest, ich glaube für $9. Und da war ein Placeholder drin von dem Theme-Entwickler, der dann schon dieses Infinity-Zeichen drin hatte mit seinen 3 Buchstaben. Ich glaube, von der Kreativagentur. Ich kann mich auch gar nicht mehr erinnern, welche Buchstaben das waren. Ich habe dann die 3 Buchstaben ausgetauscht, DNX da reingeschrieben, erstmal, weil wir auch keine Kohle hatten. Und letztendlich sah es irgendwie
irgendwie so cool aus, dass wir das dann genommen haben. Ja, ich finde manchmal auch, also zum Beispiel bei der DNX passt ja super. Und bei manchen Entwürfen, wenn auch der Kunde so eine Idee hat, dann ist die erste Idee einfach super und es passt und es geht schnell. Und also das heißt nicht immer, dass es ein langer Prozess sein muss, sondern manchmal so der erste Klick ist schon die richtige Idee. Ja, und ganz wichtig ist nochmal, nichts ist für die Ewigkeit. Die fettesten Marken machen alle regelmäßig Rebrandings, Redesigns, auch wenn es wahrscheinlich für die Marketingabteilung dann immer ein bisschen aufwendig wird, das überall auszutauschen. Aber ich, keine Ahnung, fällt da gerade Puma ein, Nike ein, Airbnb, Mercedes, alle haben ja so eine Historie, ne? Ja, also ich würde jetzt auch, wenn ich mein allererstes Business aufmache und irgendwie ein Logo brauche, mir nicht monatelang den Kopf zerbrechen, sondern einfach schon was Schönes, was qualitativ hochwertig ist, aber man muss jetzt auch keine Wissenschaft draus machen. Also es geht darum, das Ding zu launchen, einfach mal loszulegen und dann kann man immer noch in einem Jahr, zwei Jahren gucken, was man draus macht. Cool, perfekt. Also zum zweiten Mal vielen Dank, Miri, für die Insights und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und wenn euch die Show gefällt, hinterlasst mir doch bitte ein Review auf iTunes oder schreibt mir eine E-Mail markus@lifehacks.de, weil nichts ist so wichtig wie direktes Feedback von euch, was ich hier mache, ob die Quickies jetzt quick genug sind und kurz genug sind oder ob ich wieder zu viel gelabert habe. Das würde mich alles interessieren. Ich will auf jeden Fall hier so ein bisschen die Frequenz erhöhen an Content, den ich raushau. Also lasst mich wissen, was ihr davon haltet. In diesem Sinne, peace and out.